Selbst Monate nach ihrer Veröffentlichung ist die Moon Swatch in aller Munde. Swatch nimmt das altbekannte Speedmaster-Design und steckt es in ein völlig neues Gewand. Diese Speedy kommt mit knallbunten Farben, Quarzwerk und völlig anderen Materialien daher. Obendrauf ist das gute Stück bepreist wie eine Modeuhr aus dem Kaufhaus. Ich konnte endlich ein Exemplar ergattern und habe meine Mission to Jupiter mittlerweile seit einigen Monaten in meiner Sammlung. Ich verrate dir, wie die polarisierende Moonswatch wirklich ist. Ist sie eine echte Speedmaster? Wie ist es um die generelle Qualität und Verarbeitung gestellt? Für wen lohnt sich ein Kauf und wer sollte um die Moonswatch lieber einen großen Bogen machen? Auch wenn das der eine oder andere Speedmaster-Fan jetzt nicht gerne hören wird. Zumindest optisch ist die Moonswatch extrem nahe am Original, denn alle wichtigen Designmerkmale sind mit im Boot. Die asymmetrische Gehäuseform, die Tachymeterlünette, die Krone und sämtliche Beschriftungen sind identisch zu Omega Speedmaster Professional. Der Durchmesser von 42 mm wurde ebenso von der Moonwatch übernommen wie der Lack-to-Lack von 47,2 mm. Die Dicke ist so gut wie identisch mit der Hesalit-Version des Vorbilds. Das verbaute Mineralglas weiß nicht ganz so gut zu gefallen wie sein Hesalit-Gegenpart, welches bei der Omega Speedmaster Professional für atemberaubende Effekte sorgt. Auch die Totalisatoren sind nicht so stimmig angeordnet wie beim Original. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran, aber gerade am Anfang muten die Totalisatoren ein klein wenig seltsam an. Dafür gibt es auf der einfach gestalteten Gehäuserückseite ein kleines, aber dennoch liebevolles Detail zu entdecken. Der Batteriedeckel ist eine ziemlich genaue Nachbildung des Himmelkörpers, welches die jeweilige Moonswatch-Version repräsentiert. Das sind genau die Dinge, die ich bei einer solch verspielten Uhr auch sehen will. Optisch ist die Moonswatch in allen 11 erhältlichen Versionen durchweg gelungen. Zu den beliebtesten Varianten gehören die Mission to the Moon sowie die Mission to Mercury. Mir persönlich sind die beiden ein klein wenig zu nah am Original. Die bunten Versionen sind eigenständiger und passen meiner Meinung nach besser zum Moonswatch-Konzept. Als nicht ganz so gelungen, entpuppt sich die generelle Qualität der Quarzuhr. Beim Material des Gehäuses ist alles noch in Ordnung. Hier handelt es sich um Biokeramik, eine Swatch-exklusive Mischung aus Keramik und Biokunststoff. Beim Anfassen fühlt sich die Uhr erstaunlich gut an. Das Material macht sich jedoch im Gewicht bemerkbar. Im Vergleich zur Stahl-Speedy ist die Moonswatch extrem leicht und bringt gerade mal 29 Gramm auf die Waage. Das geringe Gewicht fühlt sich nicht so hochwertig an, aber dafür trägt sich die Uhr ultra bequem. Die Leuchtmasse reißt keine Bäume aus. Sie leuchtet gut und ausreichend. Mit dem Original kann sie jedoch nicht im geringsten mithalten. Die Uhr zu stellen und den Chronographen zu bedienen macht lange nicht so viel Spaß wie bei der echten Moonswatch. Ist die Haptik beim Betätigen der Chronographendrücker noch überraschend zufriedenstellend, erweist sich das Stellen der Uhr als extrem friemelige Angelegenheit. Das mitgelieferte Velcro-Band ist hingegen durchweg gelungen und passt thematisch wie die Faust aufs Auge. Damit ist die Moonswatch direkt nach dem Auspacken ready for EVA. Ich habe über dieses Band bereits die wildesten Mutmaßungen gehört und besonders beliebt scheint es bei der Community auch nicht anzukommen. Aber qualitativ hat mich das Velcro-Band positiv überrascht. Ich besitze das gleiche für meine Omega Speedmaster, welches ich mir für viel zu teure 150 Euro im Omega Shop gekauft habe und konnte dadurch beide Bänder miteinander vergleichen. Das Band der Omega Moonwatch ist zwar etwas dünner, weicher und biegsamer als das der Moonswatch, einen allzu deutlichen Qualitätsunterschied konnte ich aber nicht feststellen. Das Band der Moonswatch ist zweiteilig. Das der Omega ist ein Durchzugsband. Während die Halterung des Omega-Bandes aus Stahl besteht, bekommst du bei der Moonswatch-Version nur Plastik geboten. Aber alles andere wäre bei einer Uhr, die aus Kunststoff besteht, auch irgendwie seltsam, oder? Sollte dir das Band der Moonswatch nicht gefallen, kannst du es problemlos wechseln. Der Weltraumcharme geht aber dann etwas verloren. Ich habe mich, wie du siehst, für ein Cordura-Band entschieden.
Die Uhr ist schon etwas bunter und auffälliger, da darf es ein etwas gediegeneres Band schon sein. Damit wirkt die Uhr nicht allzu over the top und kindlich. Dadurch trage ich sie tatsächlich ziemlich gerne in meine Freizeit. Qualitativ kann die Moonswatch nicht im geringsten mit dem Omega Original mithalten. Bei einem Preis von 250 Euro ist das jedoch alles andere als überraschend, oder? Minderwertig ist die Swatch im Speedmaster Design deshalb aber noch lange nicht. Für den offiziellen Listenpreis geht die gebotene Qualität absolut in Ordnung. Auch wenn es für dieses Geld bereits bessere Uhren aus Stahl sowie Automatikwerk gibt. Das Speedmaster Design ist das große Plus und das Hauptverkaufsargument der Moonswatch. Solltest du dir jetzt diese Uhr kaufen oder nicht? Die Moonswatch ist vor allem eines, eine witzige, verspielte Hommage der legendären Moonwatch, die das Thema Speedmaster völlig auf den Kopf stellt. Suchst du eine Uhr mit coolem, stylischem Design, die Spaß macht und sich nicht allzu ernst nimmt, dann wirst du mit der Moonswatch garantiert deine Freude haben. Willst du dir die Speedmaster zumindest symbolisch in deine Vitrine stellen, kannst auf das Original verzichten, dann ist die Swatch im Speedmaster Design genau dein Ding. Bist du hingegen der Meinung, dass eine ikonische Uhr wie die Speedmaster nichts mit Kunststoffgehäuse, Quarzwerk und Swatch zu tun haben sollte? Du denkst, Luxusuhren haben einen Ruf zu verlieren und sollten nicht für solche Experimente herhalten? Dann mach lieber einen Bogen um die Uhr. Ihr werdet garantiert keine Freunde werden. Zu welchem der beiden Lager gehörst du? Bist du ein Freund der Moonswatch? Oder kannst du dem Hype nichts abgewinnen? Lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, wie du zum Thema Moonswatch stehst. Ich danke dir vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.